wichtig. Und auch für unsere Bären habe ich noch ein paar Äpfel dabei. Aber ihr seht, ein, zwei Bisse und der Äpfel ist fort. Und beim Gassen muss sich der Bär beschäftigen. Darum ist es so tief gefroren. Und auch unsere Wölfe kommen natürlich auf etwas Kleines in die Ferien. Für die habe ich ein paar Küken und ein bisschen Kuhfleisch da. Also das ist ein typischer Fleischfresser, der Wolf. Das klingt schon super. Jetzt habe ich gesehen, du hast da noch einen Huppi dabei. Für was hast du die da? Ja genau, wir haben also einen Huppi. Vielleicht der eine oder andere kennt den Park schon ein bisschen länger. Der weiss vielleicht, wo früher die Bären waren. Das ist der, der jetzt der Fischotter ist. Das war eine relativ kleine Anlage. Da haben wir nie das Problem gehabt, dass der Bär am Abend in den Stall kommt. Bevor wir die Bären zickelt haben, haben wir